Und heute eine weitere Folge Black Tail. Wir waren hier das letzte Mal unterwegs, wo hier so ein bisschen viel Gelecke war, weil hier die Ratten meinten, sie müssen es übertreiben. So, aber jetzt gehen wir hier doch mal weiter mit unserem Alchemisten und suchen mal nach der Heilung. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut. Denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Ja, das sind wir, meine Freunde, die Ratten. Ich will ein bisschen noch von dem Zeug hier mitnehmen. Nicht, dass das Zeug hier rumliegt und später und mir in den Anus beißen könnte, warum ich es nicht mitgenommen habe. Schieben wir! Ja, gewiss! Nö. Was Müll gesagt? Heute neu. Amicia, wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Ja, und wie soll ich mit dem Licht auf? Genau, löscht Feuer. Ich lösche das Feuer und ja. Da kriege ich eine Fackel. Nee, ich krieg nur das hier, ne? Und mit dem kann ich ja nichts anfangen. Achso, wo ist denn dem Holzstock? Ich weiß, was sehen? Hilf mir beim Schieben! Ja, gut! Ich muss was übersehen haben. Ja, die kriegen nur eine leichte Hitzewelle, das war's. Da möchte ich mal schauen. Ja, muss dann so ein Holz oder ähnliches sein. Aber irgendwas übersehen mal wieder.
Also ich kann's. Oh, da ist was. Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Das heißt, ich müsste jetzt das Feuer löschen. Okay, müssen wir jetzt das Feuer löschen und danach müssen wir die Ratten anlocken. So sehe ich das jetzt mal und dann das Feuer wieder anfachen. So geht's auch. Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Jo, mal schauen. Die Schlange, von der bekam ich immer Albträume. Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben mir. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Der Schwan. Imposant und anmutig. Da, neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los, gehen wir. Ich versuche, dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Ja, dann wollen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Ja, mal früher sagen können, dass da kein Weg ist, ne? Du entfernst dich! Vorsicht!
Ich komme zurück. Oh ja, wenn man es nichts läuft. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Siehst du irgendwas? Ja, das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. So viele Ratten, ey, also... Da machen so die eine oder anderen PCs ganz schön schlappen, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal, wo die platt machen können, die Ratten. Alle kommen wieder, okay. Laufe ich gerade zurück, ist aber nicht schlimm, ich laufe gleich wieder hin. Das war jetzt einfach der falsche, ne? Ich hätte eigentlich rechts drüber, links. Oh heu. Schneide das nachher ein bisschen raus, denke ich mal. So, und jetzt sind wir wieder draußen. Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas? Dann wollen wir mal im Löwen nachschauen, was hier so geht. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Tja. Finster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Wenn das auch mal was schafft hier, der Alchemist. Diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus?
Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Macula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Macula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte. Hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Das glaube ich nicht! Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen! Ich lese! Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Ach, das ergibt keinen Sinn! Das sind Symbole! Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch! Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern! Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopöe. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen... Alles klar, ich weiß, was meine Aufgabe ist. Deine folgen deinem Herzen. Sehen wir mal. Also, immer mit der Ruhe. Lukas, dieser Mechanismus ist derselbe wie im Château d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Der Vorhang, da ist es! Hast du das Mazerat? Ich komme... Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das und... Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Etwas... Das riecht nicht gut. Aber so schlecht riecht es auch nicht. Komm schon, Amicia. Oh Gott. Ich glaube, das ist drin. Lukas, ich hab's. Seppen, bring es her. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht. Weiter! Wir haben es fast geschafft! Ich komme! Stell es gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig! Oh, ist das so geil. Nicht zittern! Wir dürfen nichts vergeuden! Sie kommt zurück! Die Farbe hat sich leicht verändert. Gut,
aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Ist das aufregend, aufregend, aufregend? Ah! Amicia, Sie werden das Feuerbecken löschen! Auf keinen Fall! Keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. Zumindest denke ich das. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lass die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Und die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor, die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte, nach dir. Ist das geil. Und beim nächsten Mal seht ihr die nächste Folge von A Black Tale. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten.